In diesem Video besprechen wir ein weiteres Fenster des Arbeitsblattes Physikalische Anwendungen der Differential- und Integralrechnung. Das Fenster trägt den Titel Arbeit. Doch was ist Arbeit ganz genau? Wir müssen hier unterscheiden zwischen dem Begriff, den wir im Alltag verwenden, und dem Begriff, der in der Physik verwendet wird. Im Alltag ist das ganz klar Arbeit. Wir sitzen vor dem Computer, lernen vielleicht gerade für die Schule oder das Studium. Und hier schiebt eine Person einen Einkaufswagen. Ansichtssache, ob das jetzt als Arbeit bezeichnet wird. Doch in der Physik ist es ganz klar. Das hier ist keine Arbeit. Das hier aber schon. Warum? Hier wird nichts bewegt. Also es wird kein Objekt irgendwie verschoben. Denken alleine gilt nicht als Arbeit in der Physik. Das hier schon, weil wir verschieben den Einkaufswagen. Also üben wir eine Kraft auf den Einkaufswagen aus und damit verrichten wir Arbeit. So sieht das Fenster auf dem Arbeitsblatt aus. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Wir besprechen zuerst drei Beispiele, dann wird uns das alles klarer. Was du dir jetzt merken sollst, die Arbeit wird mit W bezeichnet, kommt aus dem Englischen für Work und ergibt sich aus der Formel F mal S. Manchmal. Wir sehen gleich wann und wann nicht. Und wenn wir hier die Kraft in Abhängigkeit von dem zurückgelegten Weg aufzeichnen, also der Funktionsgraph gibt uns die ausgeübte Kraft an, dann können wir die verrichtete Arbeit berechnen, indem wir die Fläche ermitteln zwischen Funktionsgraphen und horizontaler Achse. Gehen wir zum ersten Beispiel. Wir haben hier folgende Kraftfunktion. Das heißt, wir schieben einen Einkaufswagen mit einer Kraft von 3 Newton, 2 Meter weit, und dann üben wir keine Kraft mehr auf den Einkaufswagen aus. Die Frage ist jetzt, wie viel Arbeit haben wir verrichtet? Erinnern wir uns, dass wir die verrichtete Arbeit mit der Fläche zwischen Funktionsgraphen und horizontaler Achse berechnen können. Das ist also dieser Bereich hier. Wir schreiben also, die Arbeit sind 3 Newton mal 2 Meter sind 6 Newtonmeter. Newtonmeter kann auch anders angeschrieben werden, nämlich als 6 Joule. Joule ist dabei die SI-Einheit für die Arbeit. Und jetzt zeige ich noch einen Weg, wie man die verrichtete Arbeit ermitteln kann, nämlich mit dem Integral. Das Integral berechnet ja immer eine Fläche zwischen Funktionsgraph und horizontaler Achse. Also, wir wissen, dass die Fläche sich in diesem Intervall von 0 bis 2 befindet, also Integral von 0 bis 2, f von x dx. Diese Formel am besten merken, aber keine Sorge, wir kommen noch später dazu. F von x müssen wir jetzt herausfinden für dieses Intervall. Wir haben eine konstante Kraft, und zwar ist die immer 3, das heißt, wir ersetzen das f von x durch 3. Ist gleich Integral von 0 bis 2, 3 dx, das ergibt 3x von 0 bis 2, also haben wir 6 Joule, genau dasselbe Ergebnis. Zweites Beispiel. Nun üben wir immer mehr Kraft auf den Einkaufswagen aus, je weiter wir oder je mehr Weg wir zurückgelegt haben. Vielleicht deshalb, weil wir immer mehr Produkte in den Einkaufswagen legen, er immer schwerer wird und ich deshalb immer mehr Kraft ausüben möchte. Und versuchen wir es doch gleich mit dem Integral, jetzt hier die verrichtete Arbeit zu berechnen. Integral von 0 bis 6, f von x dx. Das heißt, wir müssen jetzt hier die Gleichung für diesen Funktionsgraphen herausfinden. Und das ist eine homogene lineare Funktion mit der Steigung 1/2. Wir ersetzen f von x also durch 1/2 x. Das ergibt dann Integral von 0 bis 6, 1/2 x dx, 1/4 x² in den Grenzen von 0 bis 6 und wir erhalten 9 Joule. Schauen wir doch,
ob das der Fläche entspricht, die zwischen Funktionsgraph und horizontaler Achse eingeschlossen wird. Wir haben also 6 Meter mal 3 Newton durch 2. Und das sind wieder 9 Joule. Gut, letztes Beispiel. Wenn die Funktion ganz beliebig aussieht, wir den Einkaufswagen also manchmal mit mehr Kraft schieben, manchmal mit weniger, dann können wir die verrichtete Arbeit genauso mit dem Integral ausrechnen, nämlich die Fläche zwischen Funktionsgraph und horizontaler Achse. Ich schreibe es hier jetzt allgemein hin. Die Arbeit ergibt sich aus dem Integral in den Grenzen von 1 bis 5 von dieser Kraftfunktion dx. Und somit kommen wir zurück zum Fenster auf dem Arbeitsblatt und besprechen das nochmal. Wirkt auf einen Körper entlang einer geraden Strecke der Länge s eine konstante Kraft in Wegrichtung, dann ist die Arbeit f mal s, die verrichtete Arbeit. Okay, konstante Kraft, wir erinnern uns, hier war zum Beispiel eine konstante Kraft. Entlang einer geraden Strecke der Länge s, den Einkaufswagen, haben wir gerade geschoben, entlang, und die Kraft wurde ausgeübt, entlang, also hier konstante Kraft in Wegrichtung, wurde ausgeübt in die Richtung, in die wir uns auch bewegen. Und dann ergibt sich die verrichtete Arbeit aus diesem Flächeninhalt. Wir haben f mal s. Also das passt schon mal. Jetzt geht es aber weiter. Wenn die Kraft von der zurückgelegten Strecke abhängt, also wie hier, hier ist die Kraft nicht konstant, sondern sie hängt vom x, vom zurückgelegten Weg ab, dann beträgt die dabei verrichtete Arbeit das Integral von 0 bis s f von x dx. Und genau so haben wir das vorhin in den Beispielen auch berechnet. Du kannst ja das Video kurz zurückspulen. Gut. Dann schauen wir doch mal, ob alles sitzen geblieben ist. Hier nochmal ein Beispiel. Diese Funktion ist gegeben und du sollst nun die verrichtete Arbeit im Intervall von 0 bis 4 berechnen. Der Flächeninhalt ist hier eingezeichnet. Du beginnst am besten, indem du herausfindest, wie die Funktionsgleichung in diesem Intervall heißt. Und dann kannst du das Integral in den Grenzen von 0 bis 4 berechnen. Wir haben die verrichtete Arbeit im Intervall von 0 bis 4, f von x dx. Und der Funktionsgraph hat eine Steigung von minus 1/2, der Achsenabschnitt ist 3. Das ist also f von x in diesem Intervall. Ist gleich integriert, ergibt es das, Grenzen eingesetzt, minus 4 plus 12 und wir erhalten 8 Joule. Hoffentlich hast du viel gelernt und wir sehen uns beim nächsten Video, da brauchen wir genau das, was wir hier gelernt haben, wieder.